Hallöchen und willkommen zurück hier in der Anstalt des Grauens von Outlast. So, wir waren zuletzt hier bei dem Waschbecken angelangt. Hier ist dieses wackelige Ding, wo wir wahrscheinlich hoch müssen. Obwohl ich zwar gar nicht will, aber ich versuche... Das ist Blut, ne? Das tropft von da oben runter. Was haben sie mit dem gemacht? Ach Mist, ich bin mir meiner Kamera nicht sicher. Schnell mal die Kamera anmachen. Spinnnetze, hier ist... Hier ist nichts. Gut, dann gehen wir wieder zurück. Warte. Dann laden wir erstmal unsere Batterien kurz auf und weiter geht's. Ach du Scheiße. Was ich ganz praktisch finde, ist, dass oben angezeigt wird, wie lange wir schon aufnehmen. Lass mal kurz ausmachen, lass mal orientieren, wo wir hier gerade sind. Die geht nicht auf. Na, es war zu erwarten. Alter. Scheiße. Dieses Spiel ist so krank, Mann. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Warum spiele ich mir das nur? Warum tue ich mir das an? Oh, du Scheiße. Und diese Musik dazu, Alter. Sieht ja auch nichts drin. Ach, Alter. Hab ich mich verjagt, Mann. Alter, so ein Behinderter. Linke Maustaste und wir zerren die Tür mal auf. Oh Gott, Gott, Gott. Da unten ist auf jeden Fall noch mehr Bewegung, das habe ich im Gespür. Wir müssen aufpassen, auch mal auf Batterien achten hier. Das Ding ist schon wieder gleich leer. Da liegt was. Eine weitere Batterie, gut. Sonst irgendwas noch hier Brauchbares? Die Toilette wurde wohl schon länger nicht mehr gereinigt. A203 ist versperrt. Und wir kommen da nicht lang. War klar, dass die böse Tür hier nicht aufgehen möchte. Drücke R, um die Batterie aufzuladen. Gut, dann tun wir das natürlich. So wie sie das von uns wollen. Und ein kleiner Schlitz. Da kommt. Alter! Oh, alter Freund, habt ihr es bemerkt? Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Ah.
Neues Ziel. Fliehe aus der Nervenheilanstalt. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu öffnen. Deine Ziele werden dann Notizblock-Tabulator aktualisiert. Also, wir sollen jetzt fliehen hier aus dem Scheißding. Ich weiß noch nicht wie. Ach du Scheiße, was ist hier passiert? Liegt hier noch irgendwas rum, was wir gebrauchen können? Ich gehe ja ungern durch diese ganzen Blut. Scheiße, du. So, ich. Ach, Alter. Aber ich glaube, vorher gucken wir uns mal ein klein wenig um hier. Falls da nicht irgendwie doch was vergessen haben sollten. Wie zum Beispiel diese Batterie. Und dann fliegen wir doch hier einfach mal ganz schnell gleich. Welche Richtung weiß ich zwar noch nicht. Aber wir probieren einfach mal irgendeine gute, hoffentlich richtige Richtung. Ach, Alter, was haben sie hier gemacht? Gesammelte Dokumente. Murkoff Corporation. Abteilung Vereinigte Staaten. Vollziehungsbefehl. Fall Nummer 294758104. Betreffend den Zugriff auf Psychiatriezentrum Mount Massive. Murkoff Psychiatry Systems. Mount Massive Wilderness Area. Country Road 112. Eidesstaatliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security MHS geliefert. Die Grund zu folgender Annahme hat: katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eidesstaatliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten volle Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Anverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder Ihre Tochterunternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Ach du Scheiße. Gut, haben wir noch irgendwelche Dokumente, die wir mitnehmen können? Vielleicht noch irgendwas von dem PC, was wir gebrauchen können? Nee, gut. Ich würde sagen, wir machen uns einfach hier mal echt schnell vom Acker irgendwie. Ich hoffe ja, dass irgendeine Richtung hier richtig ist. Können wir da hinten lang? Rollstuhl. Hinten ist jemand. Ach du Shit, ich weiß echt nicht, wo lang. Ich wage mich einfach mal hier lang. Scheiße. Ach, wir können nicht sprinten, doch, können wir doch. Ach, natürlich ist die Tür wieder zu. War klar, dass er uns da nicht mehr. Hört sich an wie so ein kleiner Streit, ne? Gut, da ist sonst weiter nichts. Ich gehe einfach mal jetzt hier rechts rein. In A126. Oder ist das Licht vielleicht schon ein Raum, wo wir schon mal drin waren? Der hat es nicht überlebt. Eindeutig nicht. Gut, ansonsten keine weiteren wichtigen Dokumente. Dann entferne ich mich mal schnellstmöglich hier wieder aus diesem Raum. Aber ein schöner Kamin. Und die Batterie neigt sich schon wieder dem Ende zu. Stand da eben. Für diese Tür ist eine Schlüsselkarte notwendig. Der Security-Raum. Und wir brauchen eine Schlüsselkarte.
Die müssen wir erstmal finden, bevor wir da reinkommen. Du Scheiße. Ha. Nichts. Nichts für uns drin. Witness. Kollege, du siehst nicht mehr gut aus. Und wieder eine weitere Hand. Mit einem ekligen Gesicht da drin. Ich weiß gar nicht, hat er es kurz in die Notizen geschrieben, der Informant? Das hatte ich schon kurz gelesen gehabt. Ach nee, N waren in den Notizen, genau. Der Zeuge. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käsereibe bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht wie ein säuferischer Kindergrabscher. Sein Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester da für mich und zu meinem Wohl tut. Priester, das für mich. Das. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall dieser Typ hier, der Zeuge. Auch wenn der auch nicht mehr ganz fit aussieht. Ich bin mir natürlich am Überlegen, ob ich hier auch irgendwie nichts vergesse, wegen dem der Schlüsselkarte, die wir da auf jeden Fall brauchen werden. Ich glaube, wir müssen wohl über übel die Treppen runter. Aber erstmal laden wir natürlich nochmal kurz unsere Batterien auf, bevor es weitergeht. Ha. Dann wollen wir mal. Kommt Wasser raus. Und eine Tür, die nicht aufgeht. Aber sie geht wirklich nicht auf. Nichts hier irgendwie nebenbei, was ich irgendwie bedienen müsste. Und dass da oben Wasser kommt, kann ich aber nichts mit anfangen. Gut. Ich kann da auch nicht irgendwie nicht durch. Gut. Dann also doch erstmal wieder hoch. Das ist auf jeden Fall bis jetzt noch nicht der richtige Weg. Vielleicht können wir die Tür aufmachen anhand der Security-Bedienungen, die wir da in dem Räumchen noch finden müssen. Aber wir benutzen den Fahrstuhl. Alter! Wen haben wir denn da freigelassen? Da schaut ihr mal kurz vorbei, ob da irgendjemand jetzt drin liegt. Oder ob wir jetzt hier durch können? Nee. Die Tür ist auf jeden Fall immer noch zugeriegelt. Wir müssen auf jeden Fall nach oben und da noch irgendetwas finden. Wahrscheinlich sind wir sogar schon zu oft am Ziel vorbeigerannt. Der da hinten gefällt mir auch nicht. Irgendetwas fehlt uns hier noch. Irgendwo fehlt uns hier noch irgendwas ganz Wichtiges. Allerdings bin ich mir noch nicht so sicher, wo wir das finden werden. Da liegt's nicht. Oh, das ist doch hier die Security. Wir brauchen hier irgendwie diese Schlüsselkarte für diese eine blöde Tür da vorne. Also sind wir ja hier eigentlich. Ich gehe ja eigentlich nicht gerne auf Leichen spazieren, müsst ihr wissen. Aber in diesem Falle ist es echt eine Ausnahme. Splitter. Oder habe ich hier doch irgendwas übersehen?
Tür verbarrikadiert. Da ist nichts drin, da ist nichts. Oder kann ich hier noch irgendwas machen? Unsere allseits beliebte Toilette ist da wieder. Also bin ich jetzt momentan echt ein bisschen aufgeschmissen. Ich muss auf jeden Fall irgendwas von der Security haben. Ich bin mir mal nicht ganz sicher, was die von mir wollen. Wie ich hier... interagieren muss. Irgendwo liegt diese blöde Karte hier rum. Und die brauche ich, oder die brauchen wir. Kommen wir hier durch? Nee. Da sind auch viele PCs, ne? Da würde bestimmt irgendwas rumliegen. Ah, hier kommen wir ja rein. Ha! Hätte ich eben gar nicht gesehen gehabt. Du Schande, du. Da liegt der nächste rum. Ich gucke jetzt erstmal hier vorne die ganzen PCs ab, aber da ist nichts. Bis ich vielleicht irgendwann dann diese Karte finde, die uns sehr gut weiterhelfen wird. Und gerade jetzt durch die Batterie fast leer. Aber ich habe hier gerade schon so ein schönes Nebenräumchen entdeckt. Vielleicht luschern wir da mal kurz rein. Schönes Dokument. So, Projekt. Projekt Worldwide Mount Massive. Das sind die ganzen Fallnummer 136. Patienten in Initialien. Erste Patientenbefragung 28.01.2011. Alter des Patienten 32. Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Rudolf Wernicke. Anmerkung Dr. Walsch. Oder Walsch, wie auch immer. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahrer mit Stufe 3 Hormonen risikobehaftet. Diagnostik: Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmt mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkungen: Walt Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermaleruptionen ebenso übereinstimmt mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Alter, ich kann nicht reden heute. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachträglich empfohlen. Nachdrücklich. Alter. Mit was für kranken Leuten haben wir das hier zu tun? Und wie es jetzt hier gleich weitergeht, das werden wir aber erst in der nächsten Folge von Outlast erfahren. Auf jeden Fall, wir kommen jetzt nach und nach den Dokumenten ein bisschen näher, um so nach und nach auch die Geschichte zu verstehen, worum es hier geht. Und auch vielleicht um wen es geht. Vielleicht ist es ja auch alles nur eine Einbildung hier. Vielleicht ist es ja gar nicht real. Das alles und mehr gleich in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.